Willkommen zurück, Spyro, Freunde. Hier bei Spyro, Year of the Dragon in der Reignited Trilogy. Falscher Alarm, ich habe gesagt, wir gehen jetzt in die Honigfarbenstrecke. Aber wir haben hier noch was zu tun. Nämlich die Feuerwerksfabrik, die sich hier so versteckt hält. Das muss zuerst erledigt werden, sonst bin ich nicht glücklich. Und ich vermute, solange Jäger gefangen ist, können wir sowieso nicht die zweite Aufgabe mit ihm in der Strecke machen. Es gibt ja in jeder Strecke immer noch eine zweite Aufgabe mit ihm. Aber wobei, ja doch, gibt es auch. Es gibt eigentlich drei Aufgaben. Zwei normale, die erklärt uns immer Sparks in seiner schönen Stimme. Und dann noch eine, wo wir Jäger erst finden müssen. Und das geht jetzt wahrscheinlich nicht, weil ich denke, Jäger ist halt gefangen und hat keine Zeit für uns. Mhm. Okay, sieht ein bisschen asiatisch aus. Also kriegen wir es hier mit so einem chinesischen Feuerwerk zu tun, oder wie? Oh mein Gott, was bist du denn? Oh, hallo! Oh, hallo! Schön, es wiederzusehen, Spyro. Diese fiese Zauberin hat die Raketenpläne des Professors geklaut. Und ich bin auf einer Geheimmission, um sie zu finden. Händel sollte mich hier treffen, aber ich finde ihn nirgends. Kannst du mir helfen? Na klar, Greta. Ah, dann kommen die doch noch vor. Ich hatte schon... Uah, geh weg. Ich hatte schon die Befürchtung, dass die nicht mehr vorkommen. Und das hätte ich sehr schade gefunden. Was ist... Jo. Also, mit der Kanone machen wir sicher noch was. Da oben ist ein anderes Gebiet, allerdings nicht für irgendeinen anderen Charakter, also irgendwie so ein Zusatz für Spyro. Oh, Glühwürmchen. Okay. Und hier sind Ninja-Rinoxe, die, wenn ich das richtig sehe, gar keine Edelsteine droppen. Hm. Ah, und das heißt, die spawnen auch immer wieder, ja klar. Wer nichts droppt, kann immer wieder kommen. So ist das hier in Spyro. Oh Gott. Ja, der hat was gedroppt. Aber der nicht. Ich denke, der wird auch nichts droppen. Nein. Na, ja, da muss ich halt ein bisschen aufpassen. Ah, okay. Kann ich diese Kanone, diese Rakete hier reintun? Nein. Aber schön sieht's aus. Und sie kommt ja immer wieder. Tja, was mache ich denn jetzt hier? Hm. Das war so nicht geplant, aber... Oh, sieht echt gut aus. Oh, und... Er ist jetzt eine lebende Bombe. Das hatte ich so eigentlich nicht vor. Das tut mir jetzt ein bisschen leid für ihn. Das war doch ein bisschen... zu brutal. Aber... Oh, und die verlieren jetzt doch was. Aha, okay. Ah, ja. Ja, ich gucke mich jetzt erstmal hier ein bisschen oben. Ich brauche erstmal so einen Plan von dem Level, bevor ich hier was weitermachen kann. Ach, und da komme ich. Und da könnte ich ein Drachenei holen. Das da ganz chillig am Lavasee liegt. Also die Temperatur sollte stimmen, damit Noodles schlüpfen kann. Was soll ich davon halten, dass ein Drache in einem Asien-Level oder einem asiatischen Level Noodles heißt? Das ist ja... Naja. Interessante Namensgebung auf jeden Fall. Oh, jetzt habe ich auch das Glühwürmchen besiegt. Das wollte ich nicht. Schon deshalb, weil Sparks immer abgelenkt ist und nicht das tut, was er eigentlich tun soll. Tja, wo kann ich hier was kaputt schießen? Da ist auch eine Rakete. Also was ich auf jeden Fall ausprobieren kann, ist natürlich das zu zerstören. Und ich sehe auch gerade, da geht's rein. Ja, das geht. Ja, okay, hier geht es zwar rein, aber hier ist nicht sehr viel. Hm, auf der anderen Seite auch. Oh, hier war ich auch noch gar nicht. Ja, auch hier geht's rein. Ja, dann würde ich sagen, gehe ich mal weiter. Oh, hier geht's gar nicht weiter. Oh, Hilfe. Doch, hier geht's weiter. Aber ich muss erst überleben. So. Hier kann ich auf jeden Fall hoch.
Ist er besiegt? Ja. Ich glaube, er hat sich in Luft aufgelöst. Wah! Lass mich in Ruhe. Jo. Greta? Du musst wohl diese Kanone benutzen, um rüberzukommen. Klettere einfach an Bord. Ich muss zuerst meinen Geist befreien. Mhm. Wir wissen ja... Greta und Händel haben sehr seltsame Fähigkeiten. Die haben ja in Spyro 2 gezeigt, dass die doch etwas mehr drauf haben, als man eigentlich erwartet. Und wir riskieren jetzt unser Leben hier bei der Kanone. Ja, wobei. Habe ich mir gefährlicher vorgestellt. Was haben wir denn hier noch? Interessant, eine Kiste. Hatten wir auch noch nicht. Ja, hier ist der Hintergrund ganz seltsam. Also schön interessant, aber irgendwie nicht das, was ich hier erwartet hätte. Andererseits ist es einfach alles hier in einem Lavasee. Also passen diese Vulkane irgendwie doch, aber ja, ich habe mir irgendwas anderes erwartet. Keine Ahnung. Überall Ninjas, ich sehe sie zwar nicht, aber wenn sie überall sind, dann kann ich sie einfach besiegen. Muss ich ja nichts machen. Einfach Feuer spreuen. So, ich nehme mal die Rakete mit. Aha. Mann. Eigentlich kann ich den in den Brand stecken. Habe ich ja schon mal gemacht. Aber ich kann ihn auch hiermit besiegen. Ist mir eigentlich egal. Da, ich sehe gar nichts. Ninja. Mhm. Ah, okay. Brauche ich gleich nochmal eine Rakete. So. Dann hole ich erstmal die Rakete, würde ich sagen. Autsch. 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 Na, Spyro. Meine Augen. Hier ist noch ein Gebiet. So, das Glühwürmchen musste jetzt leider sterben, weil Spyro schon sehr angeschlagen war. Was zwar auch meine Schuld ist, aber... Ja, endet halt für das Glühwürmchen nichts. Ja. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal hier rüber. Und dieses schöne Gebiet. Oh, da ist ja Händel und asiatische Drachen. Okay. Fliegen und Feuer-Power-Up. Oh oh. Du musst dieses Combo-Power-Up benutzen, um die Feuerdrachen zu besiegen. So kannst du Superflug und Superflamme gleichzeitig benutzen. Alles klar, Händel. Danke dafür. Und das hält auch ewig, sehe ich gerade. Das ist ja schön. Ja, ich mache das alles ruhig, aber ich sammle auch erstmal hier alles ein. Ah, das ist schon cool, dass wir das jetzt die ganze Zeit haben. So lobe ich mir das. Okay, dann fliegen wir wieder. Oh, die Drachen heilen sich aber auch. Ah, dann besiege ich sie lieber erst, oder? Hä? Okay, bin ich hier? Sparks, hier ist ein Schmetterling für dich. Ist auch interessant, dass hier trotzdem noch die Luftwirbel sind, falls man irgendwie mal zu blöd ist. Autsch. Autsch. Wie hat der mich denn jetzt getroffen? Und von wo überhaupt? Ah, Mann. Das könnte hier doch ein bisschen länger dauern, fürchte ich.
Oh, das war sogar ein Leben, okay. Na, jetzt wurde ich hier abgelenkt. Ja, triffst du mich halt, ist mir egal. Ich darf ihn nur nicht aus den Augen verlieren, sonst heilt er sich. Ist er, glaube ich, da unten reingeflogen, aber dann kann ich ihn ja hier abfangen, oder? Ja. Das ist er auch, er ist nämlich schon so klein. Mit jedem Schuss verliert er halt so ein Segment. Die kann er zwar auch irgendwie wieder aufladen, jetzt sollte ich mich erstmal heilen, aber ich habe hier gar keine... Oh je. Kommt er hier raus? Nein. Ah, da ist er ja. Kleines Würmchen. Oh, jetzt aufpassen. Hier kann ich mich heilen. Ah, und hier ist auch noch einer. Ja, die spawnen auch nach. Ich muss mich jetzt nur beeilen, sonst heilt der eine sich. Dann gehe ich halt mit dem blauen Sparks dahin, ist ja auch egal. Ja, ich weiß, von wo er kommen wird. Ja, er hat sich geheilt. Okay, aber ich habe ein bisschen was erreicht. Also der lila Drache ist gleich besiegt. Aufpassen, aufpassen. Ach, da hat sich schon wieder ein bisschen geheilt. Da braucht er nur noch 2, 3 Treffer. Er hat 2. Ja, jetzt habe ich keine Heilungsmöglichkeiten mehr, oder? Ja, doch. Aber ich darf jetzt auch nicht so lange trödeln. Oh, jetzt hat er schon wieder sehr viele Leben bekommen. Komm, er hat nur noch den Kopf. Okay. Der eine ist besiegt. Und die Glühwürmchen sind auch wieder da. Dann jetzt auf den roten Drachen. Wo ist er denn? Hm, ich sehe seinen Schwanz. Ich meine, er ist auch nicht viel mehr als ein Schwanz. Echt gut, dass das hier ewig hält, das Power-Up. Sonst wäre das hier ganz schön fies. Okay. Ah, ich bin gerade irgendwie schlecht im Timing. Ach, das ist blöd, wenn ich hier gegenfliege, dann kann ich ihn einmal treffen und das war's. Der trifft mich auch noch. So, jetzt sollte er da rauskommen. So viele Treffer... verpassen, wie es geht. Wir müssen gleich wieder Sparks heilen, aber das ist in Ordnung. Oh. Oder haben wir es jetzt? Na komm schon. Nein. Okay. Evan. Ah, das war eine coole Aufgabe. Ich glaube, ein Drache hätte gereicht, aber okay. Mehr gibt's ja aber jetzt auch nicht. Ja, dann sammle ich noch die Edelsteine ein, die hier im Gang liegen. Oh, da liegt auch noch einer. Da frage ich mal Sparks. Ich glaube, er zeigt zurück, dann können wir zurückgehen. Also das war auf jeden Fall sehr cool. Ich bin so blöd. Ich hätte nicht sofort hier runtergehen sollen. Jetzt muss ich mich den ganzen Weg zurücklaufen. Sonst hätte ich erst das Level beendet, dann wäre jetzt hier ein Rückweg offen. Naja. Naja. Ich trotze halt nicht immer vor Intelligenz. So, wir sind ja auch gleich wieder da, also ist nicht so schlimm. Zoe speichert erstmal für uns, danke.
Zauberin scheint die Pläne schon benutzt zu haben, um ihre eigene Rakete zu bauen. Wir müssen sie zerstören. Folgt mir. Ich folge dir. Geht das so cool? Oh nein, das Drachenei. Ah, und da sehe ich ein neues Schild. Heißt auch, dass wir das Level nicht zu 100% spielen können. Schade. Ah, wir haben das Ei gerettet. Hey, sieh mal, was in der Rakete war. Wir müssen versucht haben, sie in den Orbit zu bringen. Grady. Sag Kenny, dass ich zurück zum Abendsee bin, um die Rakete des Professors fertig zu bauen. Mhm, mach das. Bau du die fertig, ich sag Händel Bescheid. Soll ich jetzt da runtergehen? Ich sammle erstmal hier alles ein, oder? Auf der Seite ist nichts, okay. Und dann würde ich jetzt da runtergehen. Aber ich sehe schon, hier ist nur das Schild von... Lieber Spyro. Oder wie auch immer du heißt. Gib auf, ich habe den Affen und gebe ihn nicht wieder her. Liebe Grüße, die Zauberin. Ja, der Affe. Den werden wir in der letzten Heimatwelt befreien. Und dann wird er uns hier helfen. Ist auch ein cooler Gefährte. War nicht hier irgendwo noch ein... Ah ja, hier. Noch ein Gebiet. Schon wieder mit Händel. Händel, Greta ist am Abendsee. Ich glaube, ich sehe ein Ei hinter dir, aber es ist weit weg. Du musst den langen Weg durch all diese Rhinoxe nehmen, um es zu erreichen. Ja und? Ich mache die ganze Zeit nichts anderes. Ich meine, von hinten könnte ich die anzünden, aber... Nicht in die Lava! Oh. Ja, okay. Ich glaube, ich war ein bisschen zu großmaulig. Ich hab's verdient, ich weiß. Ärgerlich. Ich glaub, ja, ich weiß, Händel. Lauf ich einfach mal vorbei, aber ich muss die ja irgendwie noch besiegen, sonst... Sonst krieg ich ja... Oh, Idiot. Sind die dumm? Also, was soll ich dazu sagen? Aber die beiden Großen muss ich noch irgendwie besiegen, sonst kriege ich ja die Edelsteine von denen, nicht? Ah ja, und hier ist eine Rakete. Okay. Dann erledige ich die beiden erstmal. Erste. Und der zweite folgt sogleich. Ja, alle Edelsteine werden wir nicht kriegen, weil wahrscheinlich noch welche beim Affen sind. Muss zwar nicht sein, wir wissen ja, dass es auch Bereiche gibt, in denen einfach keine Edelsteine sind. Hatten wir ja jetzt erst bei Wachtmeister Bird im letzten Part, als wir sein Date retten mussten. Ja gut, ich habe mich selbst getroffen. Ist egal. Ich nehme mal eine Rakete mit. Brauche ich vielleicht gar nicht. Doch, brauche ich. Sparks, Edelsteine sammeln.
Oh, da sind oben wieder welche, aber ist egal. Oh, und da ist das Ei. Hier schlüpft Sam. Ja, Sam, hallo. Hier ist ja noch ein Raum, aber da ist anscheinend gar nichts. Hätte ich auch sofort reingehen können. Ja, gut, hier ist eine Spinner. Noch einer. Ja, ich glaube, wir haben die Welt jetzt soweit abgeschlossen. Es fehlt zwar noch was, aber das können wir, wie gesagt, noch nicht machen. Ich würde sagen, wir gehen deshalb. Ja, seid ihr ruhig da, ist mir egal. Ich bin weg. Wobei, da wird mir noch was angezeigt. Ach ja, da unten natürlich. Okay, reisen wir zurück. War ein cooles Level. Ich habe mich gefreut, dass wir Händel und Greta wieder gesehen haben. Die beiden finde ich ganz cool. Ich finde es auch schön, dass die halt dann wieder vorkommen. Die waren ja im zweiten Teil schon dabei. Ja, manche Charaktere verschwinden ja einfach, wie Eleonora oder wie sie hieß. Aus dem zweiten Teil, dieses griechische Fabelwesen. Ich weiß nicht mehr genau, was sie war. Gibt es eine Cutscene? Ja, es müsste eine geben, weil wir alle Level geschafft haben. Es gibt keine. Aber eigentlich... Genau, hier. Ja, die werden uns zum Boss bringen. Ah, und die Fee ist hier, obwohl sie abgehauen ist. Der irre Ed ist hier. Alle sind hier. Okay. Im nächsten Part gibt es aber erstmal die Flugstrecke und dann den Boss. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns, ja, wie gesagt, in der Flugstrecke und beim Boss wieder. Bis dahin, alles Gute.